So, willkommen zurück bei Guild Wars 2 und ich habe die Sehenswürdigkeit gefunden, die mir noch fehlt. Mal gespannt, wie ich da hinkomme, weil ich glaube, das ist nämlich wieder so ein ganz mieses Dingen. Greifst du an oder nicht? Nee. Muss hier ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier Gott weiß, was pulle. Hep, hep. Doch. So, komm mal hier hin. Ja, das ist dieses lustige Sprunggedöns, was wir ja auch schon mit unserem Krieger gemacht haben. Wobei ich aber nicht weiß, was wir jetzt hier machen müssen. Ich muss doch dahin, oder? Nervig. Oh, zack, zack, zack. Ach, das war doch dieses komische, bescheuerte Katapult. So, auf jeden Fall hat das schon mal gereicht. So, dann ab zurück. Und da wir ja noch nicht in Löwenstein da alles durchsucht haben, würde ich sagen, machen wir das als nächstes. Ja, was kriege ich? Ja, nichts, was wir gebrauchen können. Super. Da könnten Sie sich eigentlich auch mal Gedanken machen, dass in diesen, ja, in diesen Kisten da auch mal irgendwie das drin ist, was man gebrauchen kann und nicht Immer ein irgendwie so, Vergnügen. ja, klassenfremder Kram. Also wenn dann Rüstung, dann könnten sie ja hier sagen, hier Stoff und so weiter. Aber nö, da kriegst du alles Mögliche, nur nicht das, was du brauchst. Aber das ist ja meistens so bei MMOs. Irgendwie 100 Mal Molten Core und immer nur Druidenkram. Ja. So. Dann weiter. Dann machen wir unsere kleine Löwenstein-Sightseeing-Tour. Das wird auch noch was, bis wir da alle Punkte gefunden haben. Sagt, da gehen bestimmt zwei oder drei Folgen drauf. Na komm, lad schneller. Na, zumindest mal die Hälfte der Wegmarken haben wir ja schon mal. Ja, Sehenswürdigkeiten wird eklig und Aussichtspunkte, ja, die sieht man ja halbwegs. Ja, ich weiß, Überlauf ist gut. Ist ja gut, so. Dann schauen wir mal. Da Aussichtspunkt, da ist ein Aussichtspunkt. Sehenswürdigkeit. Zwei Sehenswürdigkeiten. Bei da die Aussichtspunkte, die sind da irgendwie da oben. Und da oben. Gott, wie kommen wir denn da wieder hin? Also das ist eins der wenigen Sachen, wo ich nur irgendwie einmal gemacht habe, hier in Löwenstein das abzugrasen. Deswegen kann das hier wirklich extrem lange dauern. Sonst kann ich ja noch immer so auf ganz dunkle Erinnerungen zurückgreifen, aber da
Das wird jetzt böse. Und die haben einfach hier keine Gesichter. Deswegen, das ist nur im Prinzip nur die Rüstung gespawnt. Oder ist das Absicht? Bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das nicht sogar Absicht ist. Weil dafür stehen einfach zu viele darum, die. Okay, der hat sowieso ein geschlossenes Visier, insofern passt das ja. Aber den ganzen anderen mache ich mir gerade etwas Sorgen. So, aber ich wollte ja irgendwie da hoch. Ja. Also gerade die sind extrem eklig. Da kommt man. Da muss ich irgendwie wissen, wie kommt man da hoch? War doch auch irgendwo ein bescheuerter Trick dabei. Naja. Schauen wir erstmal hier. Müssen wir, glaube ich, hier irgendwo rum. Deswegen sieht zwar immer schön nah auf der Karte auf, aber man muss hier irgendwie ganz bescheuerte Umwege laufen, um an die Sachen da zu kommen. So, schauen wir erstmal, ob wir. Ach nee, da müssen wir da hoch. Können wir hier hoch? Nee. Nee. Ah, da sieht doch schon mal fast gut aus, wenn wir da reinkämen. Ja, und nicht runterfallen. Links, rechts, eins fallen lassen und Aussichtspunkt. Von da hinten. Hier hat das nichts damit zu tun. Ach, hier ist die Gedenktafel. Ja, und da hoch bringt uns auch nichts. So. Huch. Ja, komm. Dann sind wir in unserer Heimatinstanz, beziehungsweise auf dem Heimatserver. Ist zwar wurscht, auf welchem Server man den Erfolg da macht, beziehungsweise halt die Karte aufdeckt, aber ich habe auch keine Lust, dass da die ganze Zeit dieses Ding da aufplöppt. Und auf dem Überlauf rumlaufen wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. So, aber wir sind kein Stück näher an der. An dem Aussichtspunkt, oder? Oh, doch. Doch, doch, doch. So, jetzt ein bisschen balancieren. Und nicht allzu oft doppelklicken auf die Tastatur. Es macht so Rolle vorwärts und liegt unten. Ja,
Next wäre da. Ich glaube, dahin kommt man irgendwie. Da hinten über die Brücke, glaube ich. Das war knapp. Ja, nicht hier irgendwo runterfallen. Ja. Humpenwackerbier, Jägerbier, Reiswein, ja. Kann er von mir aus alles selber trinken? Wir müssen hier weiter. Da geht's runter. Oder auch nicht. Geht's doch irgendwo runter, habe ich doch gesehen. Wo ist es denn? Ja, da geht's runter und zwar sehr steil. Da geht's auch sehr steil runter. Ah, das ist alles nicht das darunter, wo ich eigentlich hin will. So, und jetzt haben wir uns hier irgendwo ganz böse. Aha, verfranst. Uff. Oh. Da raus, bitte. Ach, bauten da das Ding zu. Ich habe jetzt auch keine Lust, da den langen Weg da zu nehmen. Ja, irgendwie, das sieht doch so aus, als könnte man da hoch, beziehungsweise auch da runter. Aber das, dem ist nicht so. Oder ist das hier eine Tür? Nee. Ah, scheiße! Verdammt! Löwenstein und ich. Also ich weiß schon, warum ich das hier bisher nur einmal gemacht habe. Deswegen habe ich sonst mit keinem anderen Twink gemacht. In der Beta kann ich mich auch gar nicht so ganz erinnern. Ich glaube, das habe ich auch nie fertig gemacht. Weil es mir dann auch irgendwo irgendwann zu blöd wurde. Die erreichen wir vor euch. Dynamik muss langfristig immer scheitern. Wertloses Schluss! Zeug. Wenn ihr Idioten kämpfen wollt, schließt euch einer Gilde an. So, gucken wir mal. Ob wir hier. Irgendwie von hier darüber kommen, aber das sieht fast nicht so aus. Nee. Kommen wir auch nur auf den Brunnenplatz. Ah, aber da kommen wir hoch, okay. Da kommen wir hoch. So, hepp, hepp. Na? Ja. Ach, da ist eine Planke. Okay. Und das Schlimme ist, Löwenstein ist noch nicht mal das Frustrierendste, wo man da Karten aufdeckt. Ich glaube, an einer Stelle für einen Fertigkeitspunkt, ich glaube, da werde ich wohl eine ganze
voll gebrauchen, also nur für einen Fertigkeitspunkt, um da hinzukommen. Das wird dann auch noch sehr witzig. So, wie gehen wir denn jetzt hier die Geschichte an? Am besten tingeln wir hier wieder zurück. Machen hier die Ecke erst. Da müssen wir nur gucken, dass wir da auch wieder den richtigen Weg zurückfinden. Jo, damit ist eigentlich auch schon fast hier die erste Folge vorbei, wenn ich hier auf die Uhr gucke. Deswegen nur Löwenstein, Blödsinn suchen. Und dann bekommt man bestimmt auch wieder nur Kriegergelump. Wenn ich halt mit dem Krieger nur Magiergelump bekommen habe. So. Das. Gucken wir mal, ob wir hier runterkommen. Dann können wir da noch unseren Spaß haben. So, macht mal Platz da, ihr Quaggans. Plop, plop. So, zurück. Dahin. Auch gut. Next. Da schwimmen wir alles hin. Da hoch müssten wir. Erstaunlich, dass das nicht längst explodiert ist. Kinder, die am Strand rumlaufen. Wunderbar. Überdimensionierte Fröschen. Was? Was hast Alle wollen etwas. du? Ja. Aber nicht von dir. So. Da, Sehenswürdigkeit. Wo ist die? Ach, da oben. Ah, da kann ich mich auch noch dunkel dran erinnern, dass die sehr nervtötend ist. Wie war denn das? Schaffen wir das in den letzten verbleibenden Minuten? Denn muss da irgendwie hochkommen. Das war doch. War das nicht irgendwie hier? Jetzt mal von hier aus irgendwo da rüberspringen musste. Gehen wir mal hier noch. Ah, das war es auch nicht. Ich glaube, das hatte ich hier auch schon ein paar Mal probiert. Von da und dann darüber. Aber das war es dann, glaube ich, nicht. Ah. So nah, aber so weit weg. Ich glaube, das war irgendwie, dass man da auf irgendeinen Balken springen musste. Und von dem Balken kam man dann weiter hoch. Aber war das hier? Das ist halt jetzt die Frage. Wobei ich jetzt so auch keinen Weg sehe. Ah! Okay. Nein! Mist. Nee, das ist es nicht. Ah, jetzt haben wir uns doch irgendwie schon fast da so hingebackt, oder? Ach, Menno.
Ich glaube, da mit meinem Krieger habe ich es auch nur hinbekommen, weil hier dann so viele waren. Und da bin ich ganz blöd irgendwelchen Leuten gefolgt. Ah ne, aber so kommt man auch hin. Okay. Alles klar. Gefunden. Also im Prinzip dann doch einfacher, einfach nur irgendwie da runterspringen und sich dann da irgendwie halb rum arbeiten und dann irgendwie die Steine hoch. Gut. Dann hier wieder zurück. Dann müssen wir hier hin. Und zu dieser Sehenswürdigkeit, glaube ich. Wupp. Und wie kommen wir da am geschicktesten hin? Das ist natürlich die andere Frage. Da nicht, da gibt's nix. Oh, stürzen wir uns halt in den Tod. Naja, oder halt so. Klettern können wir ja nicht. Dann gucken wir mal, was hier sich verbirgt. Der salzige Emil. Aha. Naja. Ach, ja. Ja. So. Könnte mal bitte hier jemand Licht machen? Er wurde zu einer wilden Jagd gerufen. Er hat getan, was er tun sollte. Und nun wartet er. So. Hep. Nee. Dadurch, dass das stockfinster hier an der Ecke ist, also ich denke, man muss hier über die Stalagmiten. Irgendwie. Nee. Das haut doch im Leben nicht hin. Das haut doch im Leben nicht hin. Selbst wenn ich dann da irgendwie unfallfrei auf den Großen da springen könnte. Dann komme ich doch von da aus nie und nimmer darüber. Hör, doch. So, aber es wäre wirklich einfacher, wenn es hier heller wäre. So, ja, den Sprung verkacke ich jetzt. Nee, oh, gut. Naja, gut. Mit diesen Bildern hier verabschiede ich mich dann für diese Folge. Da zu den zwei Grazien kommen wir dann in der nächsten. Da ist nämlich ja, die Sehenswürdigkeit. Also dann, bis zur nächsten Folge.